Hallo Playmobil und drei Fragezeichen-Fans. Heute habe ich eine ganz besondere Überraschung, die auch mich überrascht hat. Wenn ihr wissen wollt, worum es geht, bleibt dran. The power of the dark side. Hallo, dies ist ein neuer Kanal. Ich bin Philipp von Daddy Vintage und es geht um Toys, Movies und Reviews. Und heute erlebt ihr ein weiteres Unboxing-Video. Und ich bin selber ganz gespannt. Ich habe mir den Artikel nämlich noch gar nicht genau angeguckt, um selber den besten ersten Eindruck zu haben. Sicherlich wollt ihr wissen, worum es geht. Ich sage nur so viel. Playmobil. Und drei Fragezeichen. Eine Kombination, die ihr sicherlich so noch nicht gehört hattet. Los geht's. Hier drinne. Ende Januar startet der neue drei Fragezeichen Kinofilm. Es ist der dritte Kinofilm. Aber der erste Film jetzt mit diesen deutschen Hauptdarstellern. Und viele Fans sind natürlich gespannt, wie wird der Film sein. Und was mich sehr positiv überrascht hat, dass es bei Thalia exklusiv dieses drei Fragezeichen Playmobil Set gibt. In letzter Zeit hat Playmobil ja tolle Sachen gemacht mit seinen Lizenzen. Ich sage nur Knight Rider, Star Trek, Ghostbusters, A-Team. Ich habe mir den DeLorean von Zurück in die Zukunft gekauft, den Aston Martin DB5 von James Bond, einige Star Trek-Figuren und nun habe ich dieses Teil entdeckt. Playmobil-Set, die drei Fragezeichen, Nummer 71383 und wie ihr seht, das ist dabei. Let's go. Das haben mir meine Kinder mitgebracht. Wir haben 13 Euro bezahlt. Das heißt, dass das natürlich auch nicht irgendwie gesponsert ist. Das hätte ich schon gesagt, wenn es so gewesen wäre. So sieht das aus. Thalia müsstet ihr eigentlich überall in Deutschland haben. Hier ist so ein kleiner Flyer. Ah, hier werden nochmal die Detektive beschrieben. Justus Jonas, erster Detektiv. Peter Short, zweiter Detektiv. Bob Andrews, Recherchen und Archiv. Nochmal eine kleine Beschreibung zu den drei Fragezeichen. Hier sind die Aufkleber und die restlichen Figuren und Zubehörteile sind in einer Plastiktüte. Packen wir es mal aus. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. So, Tüte ist leer. Was haben wir denn da? Einmal eine Taschenlampe. Können wir den ersten schon mal in die Hand drücken? Einmal eine große Lupe. Drücken wir den zweiten in die Hand. Einmal ein Stift. Soll das wohl sein? Drücken wir den dritten in die Hand. Und dann gibt es hier noch diese Blöcke, drei Stück, die jetzt mit den Aufklebern versehen werden. Hier ist ein Buch.
Ich hatte schon mal ein Video über den drei Fragezeichen Kinotrailer gemacht. Das ist ein bisschen auf gemischte Resonanz gestoßen, weil ich ein bisschen die Musik kritisiert habe. Ich werde euch das Video hier nochmal verlinken. Aber ich möchte nochmal sagen, ich bin ein drei Fragezeichen Hörspiel-Fan. Ich bin ein drei Fragezeichen Fan von einigen Büchern, nicht so vielen Büchern, aber einige Bücher habe ich auch gelesen. In erster Linie Hörspiele und ich bin auch ein Playmobil-Fan und dadurch ergibt sich natürlich für mich diese Kombination. Ich werde den Film auf alle Fälle gucken, auch wenn ich teilweise ein bisschen Kritik geübt hatte. So. Gleich geht's weiter mit den Aufklebern. Einmal die drei Fragezeichen. Nummer 2 stimmt natürlich jetzt nicht hundertprozentig mit den Größenproportionen. Die Visitenkarte. Und Nummer 3, gesucht, Meisterdieb, wie heißt der, Victor Eugène. So, Moment. So, da haben wir die drei Figuren. Mit Buch und Stift, mit Lupe, mit Taschenlampe, einmal die drei Fragezeichen, das Logo, einmal die Visitenkarte, einmal das Gesuch nach Victor Eugène und dieses Faltheft. Wir haben 13 Euro bezahlt, exklusiv bei Thalia. Ich finde eine tolle Idee, vielleicht auch unterm Weihnachtsbaum für die Kinder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Seid bitte nicht so streng und hinterlasst gerne für den Algorithmus einen Daumen nach oben, da ein Like und ein Abo. Es wird auch viel über Spielzeug und viel über Filme und Serien gehen. Bis zum nächsten Mal, euer Daddy Vintage.